Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Kontaktmanagement, Kontaktverwaltung. Ja, das ist auch immer so die ein oder andere Frage, die mich da erreicht, wie ich zum Beispiel ja mein Follow-up mache oder ja, wie ich ja Leute nachfasse, die jetzt aktuell nicht interessiert sind oder ja, wie ich meine Kontakte halt verwalte. Und ja, wenn du da mal eine Google-Suche machst, dann wirst du feststellen, es gibt super viele CRM-Systeme. Es gibt auch kostenlose Systeme, kostenpflichtige Systeme. Ich werde dir heute ein ganz einfaches Tool verraten, was dich nichts kosten wird und ja, mit dem du ja, ich denke mal, das eigentlich für Network Marketing prädestiniert ist, weil du da ja wirklich das Ganze sehr, sehr einfach hältst. Zunächst, ich bin jemand, ich mache ja im Prinzip alles digital und versuche möglichst ja papierlos gewisse Dinge zu machen. Aber es gibt nämlich auch Dinge, da ja möchte ich auf Papier nicht verzichten. Das sind zum einen Notizen, ja, und immer wenn ich irgendwie auf Seminaren bin oder so, dann schreibe ich das natürlich alles mit. Und auf der anderen Seite ist es die Kontaktverwaltung, ja, beziehungsweise da in dem Bereich speziell die Wiedervorlage. Ich habe das für mich mit verschiedenen Tools auch schon durchprobiert. Ich stelle immer fest, alles, was so online ist, ja, hilft mir nicht wirklich aus dem einfachen Grund, weil du kriegst dann zwar immer die Wiedervorlage angezeigt, aber wenn du viel zu tun hast, dann klickst du mal weg, morgen erinnern und so weiter. Und aus morgen wird dann übermorgen, aus übermorgen wird dann nimmer mehr. Und deswegen bin ich auch hier ziemlich oldschool unterwegs und mache eben meine Wiedervorlage ja auf eine klassische Art und Weise. So, und wenn es um die professionelle Kontaktverwaltung geht, mache ich es im Prinzip auf zwei Wegen. Alles, was so die Kontaktanbahnung betrifft, da bin ich im Prinzip komplett online unterwegs. Das heißt, ich baue mir meine eigene E-Mail-Liste auf und baue die ständig weiter aus. Das kannst du mit jedem Autoresponder-System machen. Bei uns im Team haben wir ein spezielles Sponsor-Tool, welches wir für unsere Partner ja auch zur Verfügung stellen. Das ist beinhaltet eine E-Mail-Serie, einen kompletten Sales-Funnel. Und wenn sich dann dort jemand einträgt, dann weiß ich, okay, jetzt bekommt er eine gewisse Anzahl an Nachrichten. Und dann kann ich natürlich jederzeit dementsprechend nachfassen, sofern ich halt eben die Telefonnummer habe. So, und das ist bei mir alles im Prinzip online, weil das für mich eine einfachere Art und Weise ist, einfach mich auf die Lead-Generierung zu konzentrieren. Und ich weiß, mein Autoresponder macht dann den Rest. So, in dem Moment, wo es aber zu einem persönlichen Gespräch kommt, beziehungsweise wo ein persönlicher Kontakt stattfindet, da switche ich komplett um auf, ja, auf Offline. Das heißt, ich habe für mich ein Notizblatt beziehungsweise ein Gesprächsdatenblatt. Manchmal nutze ich auch mein Auftragsbuch dafür. Das ist im Prinzip ein DIN A4-Buch, wo du alle deine Kontakte einträgst. Und dort habe ich für jeden Kontakt im Prinzip eine Seite reserviert. Das hat den Vorteil, dass ich dann im Prinzip einfach alle Daten dort immer zu der Person ergänzen kann, habe sie alle auf einen, habe sie im Prinzip alle in einem Buch und ja, kann auch mal gewisse Dinge dann eben einkleben oder so, ja. Beziehungsweise kann auch einfach dann ein Gesprächsnotizblatt einfach dran heften und habe dann im Prinzip zu einem Kontakt alles gebündelt an einem Ort. Klar, kann man auch digital machen, keine Frage. Für mich hat sich das in der Praxis deshalb als besser erwiesen, weil ich dadurch mit meiner Wiedervorlage viel stärker arbeite. Und letzten Endes machen wir uns nichts vor. Die allermeisten Gespräche, die ein Networker führt, die sind im ersten Step negativ. Warum? Weil die wenigsten jetzt, wenn du sie gerade in dem Moment ansprichst, ja, bereit sind, bei dir zu starten. Ja? Bei uns ist es teilweise so, durch das, dass wir die Kontaktanbahnung online machen, haben wir natürlich sehr stark vorqualifizierte Partner bzw. Interessenten. Aber nichtsdestotrotz sagt da auch nicht jeder ja. Ja? Und da ist das Entscheidende, dass du halt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Das heißt, im Laufe eines Lebens kann sich bei einem Menschen immer was verändern. Wer heute Nein sagt, kann in einem halben Jahr zum Beispiel Ja sagen, weil er vielleicht arbeitslos geworden ist oder sie oder weil sich die Lebensumstände einfach geändert haben. Und jetzt ist einfach die Frage, bist du in diesem Zeitraum präsent
und beherrschst du deine Wiedervorlage, ja. So, und wenn du das beherrschst, dann hast du ja eine gewisse Bindung zu der Person schon in irgendeiner Art und Weise aufgebaut. Wenn sich bei der Person was ändert, bist du schon ja quasi im Kopf als die Person abgespeichert, im besten Fall, die berufliche Perspektiven bieten kann. Und das macht das Ganze natürlich leichter. So, und die Wiedervorlage, und deswegen mache ich das immer gern mit Papier. Ich nehme mir dann eben das Gesprächsnotizblatt. Wenn jetzt zum Beispiel, also ich habe einen Pultordner 1 bis 12, ne, also das ist so eine Mappe, die kann man aufschlagen. Das sind so im Prinzip so Fächer 1 bis 12. Und dann habe ich den gleichen Pultordner nochmal von 1 bis 31. Also 1 bis 12 sind für die Monate, Januar bis Dezember, und 1 bis 31 sind eben für die Tage. Ja? So, und wenn ich jetzt mit einer Person gesprochen habe und aus irgendwelchen Gründen kommt der Abschluss jetzt nicht zustande oder die Person registriert sich nicht in meinem Team, dann kommt die Person auf Wiedervorlage. Ja? Beziehungsweise wenn ich mit einer Person gesprochen habe, ja, habe die Kontaktdaten abgefragt und füge sie meinem Sales Funnel hinzu, ja, dann weiß ich ja, okay, die bekommt jetzt 30 Tage lang gewisse Nachrichten, und dann kann ich im Prinzip einfach das Gesprächsblatt oder das Notizblatt einfach an den Tag reinschieben, wo ich nachfassen möchte. Ja, also will ich das im gleichen Monat machen, kommt es in ein Fach von 1 bis 31, eben an dem Tag, wo ich dann nachfassen will. Will ich erst in ein, zwei Monaten nachfassen, und jetzt ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, jetzt ist November, ja, und ich möchte im Januar nachfassen, dann kommt eben das Notizblatt in den Januar. Und so sammle ich im Prinzip für alle Wiedervorlagen, die ich im Januar machen will, sammle ich die alle unter eins. Und im Januar gehe ich dann einfach her, nehme alle Unterlagen, die dort abgelegt sind, heraus, ja, und verteile die dann in dem Ordner 1 bis 31 an den Tagen, wo ich, je nachdem, welche Aufgabe ich dort dann erledigen will oder welche, es gibt ja auch Aufgaben, die terminlich da fixiert sind. So, und das nutze ich sowohl für Aufgaben als eben halt auch für mein Nachfassen. Ja, relativ einfach. Und der Vorteil ist halt für mich, das aber, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne viele, die super gern digital das Ganze machen und damit auch super klarkommen. Für mich hat sich das als sinnvoll erwiesen, weil wenn ich dann im Prinzip an Tag 1 alle rausnehme, die ich jetzt heute abarbeiten will, dann habe ich die hier bei mir auf dem Schreibtisch und dann weiß ich, okay, was heute alles anliegt. Und wie gesagt, bei digital ist halt immer die Gefahr, dass du irgendwie die Wiedervorlage auf morgen machst oder so. So war es zumindest bei mir. Ja? So, und deswegen ist das für mich ja die einfachste Art und Weise der Wiedervorlage und wie du deine Kontakte verwalten kannst. Das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich habe im Prinzip ein Buch. Ja, du kannst es auch gerne digital machen für die Kontakte an sich. Ja, und dort ist dann im Prinzip jeder Kontakt und die Notizen dazu vermerkt. Für die Wiedervorlage habe ich dann im Prinzip den Pultordner 1 bis 12 oder 1 bis 31. Ja? So, und dann, wie gesagt, einfach das Gesprächsnotizblatt in das jeweilige Fach, wann es dann eben halt fällig ist, beziehungsweise wann der Vorgang halt wieder bearbeitet werden muss. Es gibt auch ein System, was ähnlich an das System mit den Pultordnern angelegt ist. Das ist MapHigh. Es gibt sicherlich da auch noch andere Anbieter. Da einfach mal eine Google-Suche machen, da wirst du sicherlich viele Möglichkeiten finden. Ob du jetzt online oder offline machst, ist aus meiner Sicht, also ob du jetzt ein CRM-System nutzt oder ob du es halt, ich sag mal, ganz normal mit Papier machst, das ist jedem selbst überlassen. Ich kenne sogar Leute, die machen es mit Karteikarten. Ja, die haben das gleiche System in Form von Karteikarten. Ja, also 1 bis 31 und 1 bis 12 sind dann etwas so, es gibt ja so größere Karteikarten, also das geht natürlich auch. Und dann nimmst du halt für jeden Kontakt eine Karteikarte. Ja, also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und da ist, denke ich, für jeden dann auch was dabei. Okay, ich hoffe, ja, das Ganze hilft dir oder hat dir heute auch wieder ein bisschen weitergeholfen. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch da lässt. Jetzt würde mich natürlich auch noch ganz stark interessieren, wie du deine Kontaktverwaltung machst. Ja, vielleicht auch gern, welche Tools du dazu nutzt. Hinterlass mir doch da einfach einen Kommentar dazu, bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn du keine Infos verpassen willst, dann abonniere doch gern den Kanal. Und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute.
Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.